Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist Panzer Corps 2 und Medicus war so freundlich, mir einen seiner Beta-Keys zur Verfügung zu stellen. Und ich habe mir gedacht, ich fange dann direkt meine Kampagne an. Ich werde aber nicht in Polen anfangen, ich werde die Nordafrika-Kampagne spielen, denke ich. Und bevor ich jetzt zu sehr ins Detail einsteige, beziehungsweise in dem Spiel starte, meine Erfahrung mit Rundenstrategie. Die ist vorhanden, aber ich habe jetzt, also ich habe Panzer Corps 1 gespielt, ich habe Panzer Strategy gespielt, ich habe Order of Battle gespielt. Und mir hat das schon alles immer viel Spaß gemacht, aber ich hatte nie das Durchhaltevermögen, die Kampagnen immer komplett durchzuziehen. Insofern, je nachdem wie der Schwierigkeitsgrad hier ist, müssen wir mal schauen, wie weit ich komme. Wir fangen jetzt auf jeden Fall mal die Nordafrika-Kampagne an. Wir spielen mal auf dem Schwierigkeitsgrad General, weil Field Marshal traue ich mir einfach noch nicht zu. Und dann schauen wir einfach mal, wie alles funktioniert. Wir spielen, wie gesagt, Nordafrika. The year is 1941 and you will lead the German Africa Corps and its Axis allies into Libya and Tunisia during the North African Campaign of World War II. Genau, dazu gibt es eigentlich gar nicht sehr viel mehr zu sagen. Wobei mir hier nur auffällt, dass in Häuf hier ist das hier eigentlich schon alles italienisch besetztes Gebiet. Ich glaube, es ist so, dass Italien da anfangs von den Briten rausgepusht wurde und man das deswegen hier unten zurückerobern musste. Genau, Libyen ist hier vorne, Tunesien ist hier hinten. Ich bin gespannt, also wahrscheinlich wird die Nordafrika-Kampagne nicht nur über 41-42 gehen, sondern dann auch, nachdem Torch passiert ist, 43 noch weiterspielen. Weil in Tunesien wird, wie gesagt, glaube ich, erst später gekämpft. Es war ja so, dass 1941 wurden hier diese ganzen Kämpfe gemacht mit der ewigen Belagerung hier oben von der Stadt, an deren Namen ich mich nicht erinnere. Und dann hat der Rommel ein paar Push gemacht, weil die Stadt hat stehen lassen. Ich glaube, Tobruk war die Stadt, die so ewig belagert wurde. Ist die da? Entweder da oder da. Und dann gab es ja die erste Schlacht von El Alamein, dann hat Montgomery ihn wieder ein bisschen zurückgeschlagen, dann hat Rommel wieder die Initiative, also es ging ja oben die ganze Zeit hin und her. Nach der zweiten Schlacht von El Alamein hat Rommel das hier vorne nie wieder gesehen, dann wurden sie langsam rausgedrückt und dann kamen ja von der anderen Seite auch noch die Amerikaner. Gut, wir fangen mal an. Ich habe jetzt auch in Panzer Corps 2 noch nicht so viele Erfahrung gemacht. Müssen wir mal reinschauen, wie gut das gleich funktioniert. Ich habe mal ein, zwei Szenarien angespielt, aber darüber hinaus noch nichts. Schauen wir also mal. Also ich habe gehört oder gesehen, dass es so Heldeneinheiten gibt. Genau. Und dass wir uns jetzt hier Sachen aussuchen können. Schauen wir mal. What do you consider your strengths? Also was erachte ich als meine Stärken? Suchen wir uns erstmal hier oben ein schniekes Porträt raus, ja, junger, schnittiger Offizier, General Hofstädter, nennen wir den Hofstädter. Ne, wir machen einen Hofstädter aus ihm. So, was haben wir hier? 50% mehr Prestige, wenn wir Flaggen erobern. Industry Connections, Infanterie Panzergeneral, Deep Reconnaissance. Operational Initiative Master of Blitzkrieg. Trophies of War, Deadly Grasp, Flexible Command. Okay, wenn ich hier drüben welche auswähle, kann ich hier links noch mehr aussuchen. Gut, schauen wir mal. Infanterie Unit kostet 25% less slots. In Afrika will ich natürlich gerne viel mit Panzern kämpfen. Insofern nehmen wir mal den Panzergeneral mit. Ach, das kostet 2, verstehe. Deep Reconnaissance Operational Initiative. Wie wäre es, wenn wir den Panzergeneral mitnehmen? Den Panzergeneral und den Master of Blitzkrieg, dafür nehmen wir nehmen wir hier drüben noch was mit. Schauen wir mal. Chaotic Fire.
Die sind alle ziemlich fies. Retrograd, Delayed Reinforcements. Due to Breakdowns. Gut. Ich nehme einfach mal Trenchlock. Nehmen wir die Slow Modernization mit, dann können wir hier drüben 4 Stück aussuchen. Start Game with 3 Additional Heroes. Das finde ich ganz cool, da können wir ein bisschen mehr rollenspielerischen Kram betreiben. Und okay, Encircled Enemies suffer doppelten Penalties. Das wäre ganz interessant, vielleicht zusammen mit dem Master of Blitzkriegen versuchen wir einfach viele Encirclements zu machen. Und sag mal, accept General Hofstetter. So, with the end of your extended leave in Germany, you've decided to come join us in Africa, have you? Well, Herr General, I hope you scrape the rust off your panzers and are ready for action once again. Our Italian friends are in trouble and we're moving in to assist. A fellow veteran of your campaign in France, newly promoted General Lieutenant Rommel, has some intriguing ideas I want to share with you. Rather than just hold the line here, Rommel has suggested a reconnaissance in force. To probe the state of the British forces, yeah? Start here, make contact with the leading British elements and see just how strong or weak their grip on the desert really is. Should you only encounter limited enemy resistance, perhaps a detour to Benghazi would not be out of the question. Be warned that the African desert is a wide open and hostile place, offering little cover outside of scattered towns and villages clustered around the occasional oasis. So, plan your forces accordingly. Depending on the strength of resistance you encounter, I'd like to see if you can scout all the way to the outskirts of Tobruk. Here and here. Once your mission is completed, report back to me directly. I will handle any objections from Italian Commando Supremo. But the more successful your recon mission, the easier that would be for me. Do make my life easy for once, Herr General. Dismissed. Gut, and briefing. Wir sollen also... okay. Has been commended for extraordinary heroism. Cheap replacements. Jürgen Braun. Dann haben wir Jürgen Schröder. Fearsome reputation. All adjacent enemy units get +3 suppression at the beginning of their turn. Dann haben wir Vigilant, Carsten Weber, prevents enemy from using close defense rating. Genau. So, wir haben 1300 Prestige, die wir gleich ausgeben können. Das sind, jetzt müssen wir ja kurz einen Überblick gewinnen. Das ist jetzt erstmal unsere Deployment Phase. Und wenn ich jetzt hier auf die Unit drauf drücke, würde ich sagen Upgrade. Jetzt war die Frage, wie ich die Panzer, die Heroes kann ich dann hier zuteilen. Okay, einverstanden. Wir haben hier im Moment Total Core Slots 72 und Used Core Slots 65. Wir haben hier, das sieht nach einem Heikel aus. Nee, 110, das sind schwere Jäger. 2 schwere Jäger. Ach nee, das sind taktische Bomber. Haben die, die haben wohl Bomben dabei. Okay, also die BF-110 ist eigentlich ein schwere Jäger. Ist hier wohl ein Jagdbomber. Da haben wir dann die Heikel als strategischen Bomber. Da muss man mir nachsehen, dass ich die zwei Modelle verwechselt habe. Die schauen doch relativ ähnlich aus. Das sieht aber nach einer U87 aus. Also ein Stutzkampfbomber und 2 BF-109. Da unten haben wir eine 88er und da hinten einen leichten italienischen Panzer. Ob der jetzt Core ist oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Einheiten, die hier drüben sind... Core Unit.
Ich glaube tatsächlich, dass die hier einfach bloß die falsche Anzeige haben. Also hier hovert man halt drüber. Ja, also ich glaube, die Dinger mit dem Teil da oben dran sind meine Core-Units. Wir haben hier also Grenadiere, Pioniere, Wehrmachtsinfanterie und ein bisschen italienische Infanterie. Und hier unten haben wir dieses Ding, das sieht mir nach diesem italienischen Panzerzerstörer, könnte das sein, aus. Hat Soft Attack 18. Nee, okay, es ist definitiv kein Panzerzerstörer, sondern normaler Panzer. Ein Panzer 2C haben wir hier mit einem Soft Attack von 11, einem Hard Attack von 10. Und dann haben wir noch ein paar Panzer 3, die haben einen Hard Attack von 16, sind also unsere Anti-Panzer-Panzer, und Panzer 4 mit einem Soft Attack von 20, unser Anti-Infanterie-Panzer. Ein Reconnaissance, ein Panzerjäger 2B, ein bisschen Artillerie, eine Stuck sogar, aber in der Sturmgeschützvariante mit wahrscheinlich mehr Soft Attack als Hard Attack, genau. Also die Stummelkanone und ein Sturmpanzer 1 mit dem Spitznamen Bison, wenn ich mich recht entsinne. Gut, damals einen groben Überblick über unsere Armee. Ich würde tendenziell gerne ein bisschen mehr Luftwaffe einsetzen und hätte, wenn es geht, noch irgendeine Reconnaissance-Einheit, weil ich es immer wichtig finde, zu wissen, was quasi mir gegenübersteht. Dementsprechend versuchen wir jetzt mal noch eine Einheit zu kaufen. Und wie gesagt, ich hätte gerne eine Reconnaissance-Einheit. Da haben wir drei verschiedene zur Auswahl. Das 232er haben wir schon. Kratzschützen wären interessant. Ein SDKFZ 222 fände ich auch ganz interessant. Schluckt zwei Core-Slots, wenn ich sage Overstrength. Und purchase ich den mal. Pack dich hier hin. Dann haben wir immer noch 5 Punkte Core. Gehen wir dem hier auch noch ein bisschen Overstrength mit, sagen Purchase. Packen den hier hinten hin. Dann haben wir jetzt noch drei Punkte, die wir ausgeben können. Und wahrscheinlich hätte ich gerne noch einen Stuka. Da kann ich gar keine Overstrength ausgeben. Dann sage ich Purchase. Und die Stuka packe ich hier hinten noch mit hin. Sehr schön. Overstrength kann ich auf dem keine mehr ausgeben. Ich bin jetzt da oben am Limit. Jetzt können wir bloß noch unsere Helden ausgeben. Und da hatten wir gesagt. Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. Helden, Helden, Helden waren hier mit dabei. Heroes, Sign Hero. Wir haben drei Stück. Einen mit Cheap Replacements. Den packen wir auf jeden Fall an einen Panzer. Wer wird denn bei uns die Frontlinie anführen? Wahrscheinlich einer der Panzer 3. Dann kann ich dem hier vorne einfach den Hero schon mal geben. Mit der Fearsome Reputation. Und ich könnte hier sogar mehrere hinzufügen. Wenn der immer vorne mit dabei ist, seien wir einfach zwei Heroes direkt. Wir machen einfach diesen Panzer 3 zu unserem absoluten Monsterpanzer. Jetzt habe ich gerade Camouflage ausgewählt. Da scheint er wohl ein bisschen länger zu laden. Können wir ja mal eine außergewöhnliche Farbe geben, damit wir den immer erkennen. Und dann können wir loslegen. Anfangen tun wir mit unserem Reconnaissance-Fahrzeug. Und hier vorne werde ich mal mit der Infanterie vorrücken. Und warte mal, das hier kann ich wegmachen. Mission Overview, wir müssen die Victory Hexes erobern, am besten innerhalb der kommenden 20 Züge. Wir haben hier eine 110er. Wenn ich die mal hier vorschicke, dann sehe ich zumindest schon mal ein bisschen mehr. Die könnte sogar bis nach da hinten fliegen. Wenn ich die mal hier hinschicke, gehe ich, glaube ich, kein zu hohes Risiko ein. So, da haben wir schon mal eine ganz gute Idee. Da haben wir hinter den feindlichen Linien jetzt schon mal eine Artillerie gefunden. Dann schicke ich aber noch die zweite 110. Hatte ich davon nicht 2? 87er. Nee, da habe ich noch so einen. Den strategischen Bomber können wir mal auf die eingegrabene Infanterie hier schicken. Das schadet nicht. Damit die da ein bisschen aus ihrer Stellung raushauen.
Da hinten haben wir noch eine U87, die 109er. Schaffen wir mal hier mit nach vorne zum Beschützen unserer Jagdbomber und zur weiteren Aufklärung. Dann haben wir noch zwei Stukas. Das hier sind Aufklärungsfahrzeuge, vor denen habe ich gar keine große Angst. Eine 25 Pfünder, das ist Artillerie. Das einzige, ja, was mir jetzt hier quasi noch ein bisschen Angst macht oder was hier vorne Schaden machen kann, ist wirklich die Artillerie. Insofern setzen wir der jetzt einfach ein bisschen zu. Auch hier gerne eine Stuka drauf. Zack. Und unsere zweite Stuka. Ach, warte mal. Was haben wir denn hier? Du bist ein U87B. Das ist die mit den Bomben dran. Sag mal, bist du die? Könnte das sogar sein, dass das die mit den Kanonen ist? Das ist ein U87R. Es gibt nämlich auch eine U87 mit Panzer, mit Pax unten dran. Oder? Achso, jetzt habe ich gerade wieder auf Camouflage gedrückt, aber das scheint die hier nicht zu sein. Also ich behandle die jetzt einfach auch mal wie eine normale Stuttgart, aber ein bisschen mehr Hard Attack. Sprich, dann schaffe ich die jetzt einfach mal hier hinter auf den da. Und dann hauen wir da mal rein. Das hat auch ganz gut Effekt gezeigt. Dann haben wir jetzt hier hinten noch ein bisschen Artillerie, die dem Feind zusetzen kann. Die werde ich vor allem auf die feindlichen eingegrabenen Kräfte hier feuern. Mit dem Panzer fahre ich mal hier hin. Mit dem Panzer fahre ich hier hin. Wir haben einen Panzer 3, Panzer 2. Ich hatte doch noch irgendwo einen Panzerjäger stehen. Anti-Tank. Ach, der ist da unten. Okay, dann schicke ich den hier vor. Genau. Die hat bereits gefeuert. Den könnte ich sogar dahin schaffen. So, jetzt schießen wir erstmal den weiter raus. Das Ding ist jetzt komplett unterdrückt. Und dann fahren wir mal mit dem hier vorne hin, schießen da auch noch drauf. Da bekommen wir einen Bonus, weil wir eine Reconnaissance-Einheit nebendran stehen. Dann ist der auch komplett unterdrückt und kann nicht mehr zurückfeuern. Gut, dann fangen wir jetzt mal an, die Leute hier wegzuräumen. Können wir das Feuer eröffnen mit unserem Panzerjäger? Und dann der Panzer 3 macht kurz einen Prozess mit aus dem oder mit dem. Dann können wir mit dem hier nachsetzen. Ist zwar ein Panzer 4, ist zwar einer gegen harte Ziele, gegen weiche Ziele normal, aber ist ja der fast als weiches Ziel ansehen. Und das war diese Overrun-Mechanik. Wenn ich mit dem was kaputt mache, kann ich mich direkt danach nochmal bewegen und nochmal angreifen. Okay, wenn er jetzt Bewegungspunkte übrig hätte, könnte der das sogar nochmal machen. Gut, da haben wir den ersten Feind erledigt. Im Idealfall, wenn ich jetzt hier angreife. Okay, Mist, der ist entkommen. Müssen wir jetzt mal zusehen. Dahin komme ich nicht mehr ran. Du kommst da auch nicht mehr ran. Okay, und die da angreifen. Ach, das sind Ingenieure, genau. Die sind komplett aufgerieben worden von mir. Das ist gut. Ach, sieh mal einer an. Die haben sogar noch einen Panzer, der da hinten dran kommt. Der kann sich sogar um den noch kümmern und kann den auch noch wegmachen. Und falls jetzt Bewegungspunkte übrig hätte, könnte der sich auch noch weiter bewegen. Dann können wir den Punkt hier erobern. Das sind unsere ersten Prestigepunkte. Und mit der Artillerie können wir jetzt hier auch mal hinterherfahren. Gut.
Da ist unsere Aufklärung in Stärke ja bisher ganz gut geglückt. Die Spähfahrzeuge schaffen wir mit nach vorne. Zwei erste Kfz 222. Und die Flak schaffen wir mal hinterher. Ich glaube, von hinten erwartet uns keine Bedrohung. Insofern können wir da in aller Ruhe nach vorne gehen. Und das dürfte es für unsere erste Runde gewesen sein, tatsächlich. Dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt dann da setzt. Da werden zwar Straßen angezeigt, aber da scheint nicht viel los zu sein. Müssen wir mal zusehen, dass wir dann unsere Reconnaissance-Fahrzeuge gleich nach vorne bringen. Am nächsten Tag haben wir wieder gutes Wetter. Ach, sieh an, die Royal Air Force hat uns gefunden. Und auch sonstige feindliche Verbände. Das erste, was wir hier mal machen, ist mal mit der Flak auf das Ding schießen. Dann schaffen wir unsere Bf 109 hierher. Holen wir das Ding vom Himmel. Ah, wo ist meine andere 109er? Vom Himmel damit. Sehr schön. Gut. Das Ding kann hier weiterfahren. Dann haben wir da jetzt erstmal aufgeklärt, was wir da für Verbände zu erwarten haben. Da müssen wir mal gucken. Mit dem würde ich sogar bis dahinter kommen. Ich habe dann bloß ein bisschen Angst, dass mich dann feindliche Jäger abholen. Hier haben wir ein Vickers MK1. Das ist also ein leichter Panzer und das ist eine leichte Flak, die hier vorne rumfährt. Ziemlich weiche Ziele, wenn ihr mich fragt. Also klar, der Panzer jetzt nicht im konkretesten Sinne, aber weich genug für unsere Heldenpanzer hier. Den fahren wir jetzt mal hier hin. Und fahren mit unserem Panzer 3 auch noch hier hin. Ich halte einmal mit der Artillerie drauf. Dann einmal mit dem. Ach Mist, und jetzt kann ich mich tatsächlich hier wieder nicht mehr bewegen. Schaffe ich das 222 hinterher, schieß den kaputt. Können wir den tatsächlich einschließen und hier noch weiter Felder nach vorne fahren und haben da ein paar Briten gefunden. Da wäre es vielleicht tatsächlich ganz gut, wenn wir da auch gleich ein bisschen Artillerie hinschaffen, dass wir die da rausballern können. Das nördlich des Passes interessiert mich nicht, da will ich dann hier lieber gleich mit Verbänden, mit Panzerverbänden vorstoßen. Dann muss ich auch die Artillerie tatsächlich hier vorschaffen. Muss ich mal diese Flak hier vorne kaputt machen noch. Das ist ein Panzer 3 hier. Der sollte das also problemlos schaffen. Da schwere Schäden zu verursachen. Ohne selber welche zu bekommen, genau. Und der kann den wegmachen. Gut. Der Panzer kann bis hier vorfahren, der Panzer 4. Können Sie ein bisschen den feindlichen Cruiser-Tanks entgegenstellen, genauso wie der Panzerjäger. Die Flak schaffen wir mal bis hier vor, die Artillerie schaffen wir auch mal hinterher. Infanterie und insbesondere die Pioniere schaffen wir hier hoch. Auch wenn ich jetzt hier ein bisschen das Risiko eingehe, von denen angegriffen zu werden, aber ich glaube nicht, dass die die schwer befestigte Stellung da nehmen. Ich brauche jetzt hier oben in jedem Fall Artillerie, nicht zu knapp.
Das heißt, ich schaffe mal mit meiner Bison mal ein bisschen hier hinterher zu kommen. Der Panzer 2, den schaffe ich mal hier mit hin. Da habe ich noch einen leichten Panzer, den fahre ich hier vor, den hier rüber. Ein paar Grenadiere zur Verteidigung runter in die Dünen. So. Jetzt haben wir noch die Frage der Luftwaffe. Was ich versuchen könnte, ihr könnt es mal kurz angucken hier, der Vickers MK1 hat einen relativ hohen Soft-Attack, keinen starken Hard-Attack. Der Cruiser MK1 hingegen hat einen starken Hard-Attack. Das sind also für meine Panzer die größeren Gefahren. Dann will ich die mal mit den Stukas noch ein bisschen bearbeiten. Aber die Stukas kommen gar nicht bis da hoch, sehe ich gerade. Dann fallen die Stukas aus. Die BS-110, die kommen aber bis dahin. Will ich da mit denen mal noch ein bisschen was draufwerfen. Und hier haben wir noch eine Stuka. Die Stuka, die kommt tatsächlich bis hier rauf, aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich da, insbesondere weil da der Flugplatz ist. Die kommt da nicht hin. Der strategische Bomber, der kommt bis hier rüber. Hier hinten ist der nächste Flugplatz da oben. Gut. Verstärken kann ich. Ah, doch, hier dem kann ich noch ein paar Replacements geben. Ansonsten dürfte hier nichts mehr zu machen sein. Dann beenden wir mal den Zug. Da ist die Luftwaffe, von der ich gerade sprach. Kann sein, dass ich dagegen jetzt meinen. Wissen wir, was das für ein Panzer ist. Okay, Lidokili. Starker Zug in jedem Fall. Von Briten. Ich sorge erstmal dafür, dass der hier tot geht. Genau, dann kann ich nämlich hier. Schon mal ein bisschen gucken, was ja auch im Hintergrund lauert. Das heißt, wir müssen uns jetzt einfach um die drei Panzer kümmern. Hier ist noch ein Blenheim. Den Blenheim dürften wir vermutlich mit unserer Flak treffen können. Dann schicken wir unsere 209ers dahinter. Nope, die schaffen es nicht bis dahin. Das sind meine Pioniere. Das sind keine Pioniere, das sind Pioniere. Da hinten ist eine Artillerie. Schaffen wir den mal hier hin und den hier hin. Okay, dann die Stuck. Sehr schön, jetzt haben die den Encirclement-Bonus. Oder Malus vielmehr. Kann ich die nämlich da, denen da ein bisschen zusetzen und also ich feuer von hier und dann schaffe ich die hier hoch für die Belagerung von Benghazi. Cruiser-Tanks sind meines Erachtens, wie gesagt, die größte Bedrohung im Moment. Das war ein Flammenpanzer, da kann ich normale Replacements setzen. Da ist unser Hero Tank. Den fahren wir direkt hier vor, genauso wie unseren Panzerjäger, den fahren wir vielleicht hier hin. Dann haben die alle diesen Encirclement-Nachteil nämlich. Panzer 3 schaffen wir daneben. Je mehr da drum herum stehen, desto heftiger ist der Malus für den Feind. So, sind die nämlich komplett eingeschlossen. Wir haben ja einen doppelten Encirclement-Nachteil mitgeskillt. Insofern denke ich, ist das ganz gut, dass wir das so machen.
Artillerie da nach oben und Reconnaissance weiter hier vor. Die Grenadiere können wir auch mal hier mit vorschaffen. Die Flak hingegen. Okay, wenn die gefeuert hat, kann die sich nicht mehr bewegen. Ich habe die ja eins bewegt und dann. Okay, der Bison hingegen, der kann da vielleicht noch einmal mit reinhalten. Ich versuche mal mit dem Bison hier schon drauf zu wirken. Okay. Die. Ah, das waren die Pioniere, ne? Gut, der wird dann von der Artillerie angegriffen. Ja, machen wir das mal so. Die Wehrinfanterie ist mir jetzt nicht so wichtig wie die. Okay, der ist hier schon rausgegangen. Verstehe. Aha. Da hinten ist da nichts mehr. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Panzer hier. Also da haben wir ja ein schönes Encirclement geschaffen. Dann können wir jetzt mal hier mit unserem Hero-Panzer auf den mal das Gefecht eröffnen. Okay, jetzt ist er wieder abgehauen. Das ist ein bisschen nervig, dass die dann immer abhauen können einfach. Wir greifen jetzt mal von da an. Ja, schon wieder dieses Abhauen. Ah, der hat jetzt den Overrun-Bonus bekommen. Dann kann ich mit dem hier hochfahren, dann hat er wieder den Encirclement-Nachteil. Das ist wieder halt der Panzer 4, ne? Ist nicht ideal. Der kann nicht mehr angreifen und dann ist es das hier vorne gewesen. Hier noch irgendwelchen Nachschub. Ich glaube, wenn die gefeuert haben und sich bewegt haben, dann kann ich auch keine Verstärkung mehr bringen auf die Einheiten. Genau. So war das. Luftwaffe allerdings können wir jetzt noch hier vorschaffen. Die 109, gut, ihr macht natürlich nichts gegen die Jungs. Gegen den Plan oder zu dem Planheim kommst du nicht. Aber genau, du schaffst es noch bis hier hinter. Und die 110, ne, das ist wieder eine 109, ich will die 110er. Genau, du schaffst es nämlich auch bis hier hoch. Du kannst ja ruhig auch nochmal bomben. Und ansonsten, ja gut, die 87, die können wir auch mal hier hoch schaffen. Schaden tut das auf jeden Fall nicht, wenn der da eine Bombe drauf wirft. Genau, zumindest eins unterdrückt, wenn ich das richtig verstehe. Gut, dann hätten wir den Zug abgeschlossen. In der kommenden Runde denke ich, schaffe ich es dann Benghazi einzunehmen, wenn ich damit meine Infanteristen hier ranrücke, insbesondere mit der Artillerie, die ich da jetzt rangeschafft habe. Und hier vorne sind wir ja jetzt schon am Vorrücken, müssen wir bloß noch das, was da hinter uns sitzt, aufräumen. Aber ich habe hier vorne auch schon die Spähfahrzeuge schön in der Front. Das gefällt mir also ganz gut. End turn. Gut, den da oben hat er verstärkt. Und hier vorne hat er ein bisschen Druck gemacht. Ich fahre jetzt hier mal weiter. Um zu gucken, was da noch so kommt. Eine 2-Pfünder. Sieht nach einem leichten Pack aus. Attack 15, yep, ist eine leichte Pack. Und da ist ein bisschen Infanterie, ein paar Engineers sind da drin und da hinten ist noch eine 25-Pfünder sogar. Gut. Dann wissen wir, was da vorne uns entgegensteht. Jetzt haben wir hier die ganze Artillerie hingeschafft. Da sollte also diese Runde in jedem Fall drin sein, dass wir Benghazi zum Fallen bringen.
Pioniere schaffe ich mal hier rein. Den schaffe ich mal hier hoch und dann halten wir da einmal drauf. Achso, jetzt hätte ich den auch hier ran schaffen können. Hätte ich nämlich den Bonus noch bekommen. Dann machen wir das so. Sehr schön. Dann kann ich mit denen hier reingehen. Benghazi erobern und mit dem hier kann ich zum Weiterfahren das Ding erobern. Da oben gibt es dann tatsächlich im Moment nichts, was mich auffällt. Schießen wir die hier noch raus. Schaffen wir die Jungs mal hier hin, halten damit da Artillerie drauf. Ne, das macht nichts. Ihr könnt höchstens hier vorne wahrscheinlich gleich ein bisschen. Ach so. Ja, der Zone of Control von dem da stirbt, glaube ich. Genau. Jetzt kann der hier weiter vorfahren. Der kann mal hier hinfahren, den kaputt machen. Dann kriegt er den Overrun. Genau. Ne, der kriegt jetzt keinen Overrun. Ah, das verstehe, wer will das System. Da hinten ist noch einer eingeschlossen. Den kann ich jetzt mal kaputt machen. Ist der den kaputt? Den nicht kaputt gekriegt. Dann muss das unser Heldenpanzer machen. Auch kein Overrun. Da können wir gleich noch angreifen. Dann wird unser Angriff diese Runde etwas schwächer ausfallen. Da haben wir den Flugplatz schon erobert. Muss mal gucken. Die 112er, die werden in jedem Fall Elite Replacement ausstatten. Hier vorne können wir die Stuka noch einmal drauf schicken, bevor wir da unseren entscheidenden Angriff setzen. Die dürften jetzt da vollkommen unterdrückt sein. Dann haben wir da unsere 109er, die kommen da aber nicht dran. Aber was ich mit euch machen kann, ist ein Rebase Aircraft. Und du 110er, du kannst hier vorne tatsächlich wirken, wie mir scheint. Auch hier kannst du da noch ein draufsetzen. Genau, und der hat gebombt. Den schicken wir auch hier vor. Achso, hier vorne ist auch ein Flugfeld. Das ist sehr cool. Schaffen wir die mal hier vor. So. Panzermäßig haben wir jetzt hier vorne ein bisschen was machen können. Wir können jetzt aber auch einfach eine Runde lang mal ein bisschen die Replacements einkaufen, die wir brauchen, um unsere Offensive fortzuführen. Den Grenadieren können wir hier aber gleich auch noch einen schönen Angriff fahren. Panzer 4 ist der hier oben, ne? Ja. Fahren wir da trotzdem mal ran. Und machen da dann gleich so ein Mars Attack draus. Schaffen den hier mit vor. Ja, wobei, also, das war jetzt natürlich ein bisschen gefährlich. Insbesondere, weil unsere Panzerverbände relativ weit hinten noch mit sind. Aber den müssen wir natürlich aus dem Feld da rauskriegen. Ja, greifen mit unseren Grenadieren an. Und hier vorne greifen wir uns auch noch an. Und zwar erst mit der Infanterie. Und dann auch hiermit. Genau, und die Artillerie können wir an der Stelle wahrscheinlich schon weiter mit nach vorne schaffen. Wenn die sich noch nicht bewegt hat, diese Runde. Gut, dann geht's weiter. End turn.
Die werden jetzt gleich wieder ihren Angriff verlieren, klar. Ja, das ist ganz schön schmerzhaft. Hier vorne, die habe ich ein bisschen zu weit vorgeschickt, meine Sperrfahrzeuge. Boah, den Blenheim dürfte ich aber wahrscheinlich vom Himmel holen können. Da habe ich tatsächlich auch ein Sperrfahrzeug an diesen Fehler verloren. Gut, das war ein sehr brutaler Zug für gegen mich gewissermaßen. Das erste, was wir jetzt mal machen, ist mal hier oben ein bisschen Stress machen. Dann sorgen wir mal dafür, dass wir jetzt den Blenheim vom Himmel kriegen. Mit der U87 sicher nicht, aber das hier hinten sind meine ganzen Stuka-Bomber und Ding-Bomber, die helfen mir dann nicht. Achso, da ist der erste. Holen wir den vom Himmel. Ein Blenheim weniger. So, dann halten wir da mal noch ein bisschen drauf. Wenn ich da das so mache, ist der tot. Und die ganzen Flugzeuge von hier hinten werden wir jetzt mal nach hier vorne schaffen. Die BF-110 schaffen wir auch nach hier vorne. Und die U-87 schaffen wir auch nach hier vorne. Da haben wir noch eine U-87R für einen Stuka-Angriff. Wahrscheinlich ganz sinnvoll, wenn wir die noch irgendwo auf so einen Panzer drauf werfen. Da ist die nämlich am effektivsten dagegen. Vielleicht auf den hier. Sehr schön. Können wir uns jetzt sogar fast überlegen, ob wir da hinten versuchen, Encirclement zu fahren. Frage ist, ob ich mit meinen. Ja, ich würde mit den schnellen Verbänden sogar rechtzeitig hinterherkommen. Dann machen wir das doch glatt. Müssen bloß die Jungs hier oben aus dem Gebirge rausschaffen, aber den Panzer 4, den verstärken wir erstmal. Die Italiener hier oben. Schauen wir mal davor, unseren Hero Panzer schaffen wir hier rüber. Im Panzer 3 schaffen wir hier hinten. Im Panzer 2C kommen. Das ist ein bisschen gefährlich mit der Pack natürlich, die da steht. Das sehe ich schon ein. Und die Art hier, wenn ich die hier hochstelle. Gut, der ist geschockt. Der Flammenpanzer ist natürlich ideal, um den da oben. Aus seiner Stellung zu werfen. Und die 3rd Italian Infantry kann gemütlich hinterherlaufen. Machen wir hier oben den Angriff weiter. Ihr Jungs könnt hier hinterherfahren. Und ihr geht damit ran. Die haben surrendered, super. Und den Sturmpanzer 1 Bison schaffen wir hier mit hoch. Die Artillerie schaffen wir hier hinterher. Jetzt fahren wir hier vorne noch einen schönen Angriff. Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal mit unserem Heldenpanzer. Würde sich. Ach, der zieht sie ins Hochgebirge zurück, okay.
Machen wir das mal so hier. Genau. Und dann ziehen wir uns mit dem wieder ein Fältchen zurück. Und jetzt ist das natürlich Mist. Ich muss immer fahren, angreifen und dann gucken, ob ich die dann auch tatsächlich hinterherziehe, die Einheiten. Das ist in jedem Fall cleverer dann. Was haben wir hier noch für eine Möglichkeit? Split to smaller units of equal strength. Das wäre natürlich für so einen hier vielleicht ganz interessant. Da haben wir nämlich gesehen, dass die hier hinten gar nichts haben. Falls der mir hier überlebt, kann ich hier nämlich dann gleich hinten ein schönes Encirclement fahren. Letzten Angriff will ich auf den hier vorne noch wagen. Hier haben wir zwei Panzer 3, die besonders gut gegen andere Panzer sind. Der Panzerjäger. Der fährt nämlich gleich hin. Ja, ich habe schon wieder fast gedacht, dass der da abhaut. Dann können wir da auch noch draufhalten. Die haben nicht besonders viel Anti-Tank. Genau. Gut, das dürfte es eigentlich gewesen sein. Mit meinen Möglichkeiten. In der kommenden Runde haben wir dann wieder mehr Luftwaffe zur Verfügung. Das schaut ganz gut aus, denke ich. Das ist hier ein bisschen gefährlich, die Sache. Ich fahre da mal ein Fältchen zurück. Den hat er mir kaputt gemacht. Stuck hat er mir ein bisschen angesoftet. Da mit dem High Ground arbeitet er, ist klar. Die Pack, ja, das war das, was ich angekündigt habe, was ziemlich gefährlich werden kann mit der Pack. Das war Gott sei Dank nur eine kleine Pack. Gut, das war jetzt kein ganz so schlimmer Zug. Schauen wir uns das Thema hier oben zuerst an. Gut, spannend wäre natürlich, wenn ich das hier vorne kostet 104. Ja, ja, das geht mir schon aus. Wenn ich mit dem hier vorfahre, im Sturmpanzer, kann ich die hier mal ein bisschen ansaften. Meine Pioniere, das sind sogar die Jungs hier, sehr schön. Haben wir das Teil erobert. Und das sind... ...die in der Lage... Gucken wir, wenn ich das hier so mache, in Circle mein Nachteil. Dann sind die hier sogar tot. Die Grenadiere hier, die will ich da eigentlich nicht angreifen lassen, ohne dass der noch von der Artillerie angehauen, beziehungsweise ich kann da auch meinen Italiener für nehmen. Die Artillerie gleich sowas einsetzen. Schauen wir mal einen Panzer 4 hervor. Gucken wir da ein bisschen drauf. Die Artillerie kann hier hinterher. Du haust einmal von hier auf den drauf und fährst dann hinterher. Und meine 109er kann den jetzt mal vom Himmel holen. So, hier hinten einen strategischen Bomber. Ja, den schicken wir wahrscheinlich gleich auf die Pack hier vorne. Der U87, der andere 109er ist hier. Wo ist denn meine 110er hier? 110er soll den dann endgültig vom Himmel holen, ja. Und die 109er soll den Dogfight. Ah, der Dogfight mit dem ist ein bisschen kritisch, sehe ich gerade. Ja, schaffen wir mal die Stucker in jedem Fall hier vor. Ach shit. Das war ein Missklick. Also Stucker mal hier nach vorne auf den Panzer. Die Stucker auf den Panzer. Und du fliegst einfach mal hier vor. Kannst hier den Dogfight machen, du bist ja schon der Überzahl, das passt schon. So, Stuka.
Dann ein schwerer strategischer Bomber. Hat der da in jedem Fall einen hohen Wirkungsgrad? Fahren wir da hinterher. Gut. Da ist mein Heldenpanzerchen. Greifen wir da mal. Die Grenadiere können wir auffrischen. Da greifen wir mit unserem italienischen Panzerchen an. Da halten wir mal damit drauf. Was ist das hier? Ein Panzer 2C. Achso, der hat da oben schon angegriffen, eh gehabt eben, ne? Wenn ich da jetzt reinfahre. Haben. Genau, gut. Ach so, da ist noch der Infanterist drinne. Anfahren, zerstören. Dass die hier vorne noch encircled werden. Wie waren das hier vorne mit? Der hier vorne ist noch nicht encircled. Ja, so ein bisschen gefährlich jetzt schon wieder, was ich hier tue. Der hier wird jetzt wahrscheinlich gleich kurz einen Prozess machen mit meinem Panzerchen. Mit meinem Spähpanzer. Insofern haue ich da einmal präventiv drauf, auch wenn es jetzt zu meinem Nachteil ist. Genau. Was habe ich hier? Infanterie. Das dürfte zum Großen und Ganzen gewesen sein. Die haben jetzt hier vorne keinen Nachschub und ich dürfte vielleicht in der kommenden Runde mit der Artillerie den hier auch rauskriegen. Auf jeden Fall sind die jetzt ganz gut aufgeschmissen. Da oben ist nichts mehr. Das heißt, die Truppen könnte ich dann hier von oben auch anschaffen. Oh, das war kein besonders beeindruckender Zug. Oh. Das war schmerzhaft. Wir haben jetzt sogar Overstrength da hinten. Gut, dann brauchen wir jetzt mal ein paar Bomber, die hier ein bisschen Schabernack treiben. Gleich die U87, die kommen wir natürlich wieder nicht da oben hin. Aber mein strategischer Bomber kommt da oben hin. Und die können wir hier auch hinterherziehen. Weiter Luftwaffe. 110 U87, das hier ist auch nicht U87. Die schaffen wir mal hier nach vorne. Sollen die die Bomben? Wo ist denn mein Panzer 4? Panzer 4, wo bist du? Das ist der hier, okay. zweite U87, du gehst den da bomben. BF 110, du gehst. Ah, kannst sogar hier vorne bomben gehen.
Da stelle ich aber eine 109er direkt daneben zur Verteidigung. Und da haben wir noch eine 109er. Können wir auch mal hier vorne hinstellen zur Verteidigung mit einer Stukas. Gut. So, ein Panzer 2. Grenadiere hier rauf. Die haben aufgegeben. Sehr schön. Sturmpanzer. Gucken wir mal, ob wir den hier runterkriegen. Kann sogar von da hinten da drauf wirken. Ist gar nicht so schlecht. Die Artillerie soll man hier mit drauf feuern auf den da. Hier hinten noch irgendwo eine Artillerie. Da packen wir erstmal ein paar Replacements rein. So. Der Flak schaffen wir hier mit hin. Ist erstmal wichtiger, dass wir den jetzt hier rauskriegen. Sehr schön. Können wir das Ding nochmal erobern und auch das Ding hier vorne erobern. Dann sind die jetzt erneut encircled. Und den replacen wir mal. Und dann ist es das gewesen für meinen Zug, denke ich. Hier vorne Tobruk wird natürlich gleich noch spannend. Mission Overview, Victory Hexes. Haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 vor uns. Wir müssen aber nur noch 4 Stück davon erobern. Achso, nee, ich kann mit meinem Superpanzer noch angreifen. Darunter. So. Gut. Das ist nur noch ein Modell da quasi. Dann war es das für diese Runde. Ich fahre mit dem mal wieder ein Pferdchen zurück. Das hier war natürlich eine Katastrophe, dass ich da mit meiner Infanterie in diesen scheiß Dingo reingefahren bin. Ist relativ aggressiv, ja. Okay, da zieht sich der zurück. Okay, das erste, was mich jetzt interessiert, ist erstmal das Replacement auf dem da. Mit dem gehen wir dann in der kommenden Runde scouten. In der Runde machen wir jetzt nur Replacements und Replacement Force Marsch, Replacement 171. Ja, scheiß drauf, machen wir jetzt. So, drauf da. Geht ihr da rein. Und hier müssen wir jetzt mal gucken. Schießt du den mal weg. Sehr schön. Mein Spähfahrzeug steht hier oben natürlich richtig kacke. Die 110er. Ist das hier oben ein Flugfeld? Sehr schön. Habe ich einen 109er in Reichweite? Nee, aber ich kann mich hier vorne hinsetzen. Kannst du irgendwas Sinnvolles von hier hinten machen?
Nee, ich hab dich auch hier vor. Die 109er können das Flugzeug da oben auch nicht jagen, also auch hier vor. Der 100, ich glaube, das hier macht die 87. Ja, okay, du kriegst mal ein Replenishment. Du fliegst hier vor. Dich schicke ich dann auch mal hier in den Flughafen rein. Dann war das zumindest schon mal die Luftwaffe, die wir haben. Der ist damit encircled. Auch nicht. Artillerie hinterher, die komischen Italiener hinterher. Okay. Eieiei, okay. Da brauchen wir also dann in der kommenden Runde in der Tat ein bisschen Action. Es kann sein, dass ich den Panzer jetzt verliere. Wer weiß, wie weit dieser Strongpoint feuern kann. Schaffen wir mal unsere 88er hier vor. Die Stuck schaffen wir auch mal ein ganzes Stück nach vorne. Die hält so nur noch ein bisschen Beschuss aus noch. Gut, das war's für diese Runde. Das SDKFZ kann ich nicht mehr bewegen, aber enforcen. Oh, da hat er nochmal eine schöne Lücke gefunden. In meiner Flugabwehr. Aber der wird jetzt umkommen. So, holen wir die Spitfire vom Himmel. Wo ist meine 110? Zack, du beendest den Job. Boom und weg damit. So, die haben da endlich aufgegeben. Mit denen kann ich dann den Punkt erobern. Weil das Panzergrenadiere sind, kann ich da sogar noch aus der Bewegung heraus Feuer geben. Da die Wehrmacht-Infanterie den Surrender geschafft. Wunderbar. Das Ding ist, glaube ich, besonders gut gegen Strongpoint, aber auch besonders schwach mittlerweile. Da will ich jetzt erstmal die Artillerie ein bisschen ran schaffen. Das ist eine Pack. Hier mal Replacements drauf. Hier mal 222 hin. Okay, da ist ein Anti-Air. Und zwar genau eine Artillerie hier nach vorne, bitte. Andere Artillerie hier bitte auch nach vorne. Muss mein das Ding aufstocken. Bison. Ab nach vorne, Infanterie hinterher. Ah, der hat da gerade schon drauf gehalten, okay. Das sieht ja alles sehr unerfolgreich aus, ohne die entsprechende Artillerieunterstützung. Wenn ich jetzt hier. Wo sind meine Pioniere? Seid das ihr hier hinten? Ja, seid ihr hier. Geht ihr mal hier vor. Der 111er, der dürfte da. Macht dir sogar theoretisch Schaden an dem Ding. Das sind meine Stuka, die sind beide hier hinten.
Mal Rebase Aircraft, schaffen wir da mal die beide nach da hinten. Und dann haben wir jetzt 11 Runden Zeit, um Tobruk zu erobern. Sollte, denke ich, mehr als genug sein. Den hier hin ist wahrscheinlich kein Fehler. Gut, zu beenden. Gut, dann kann jetzt unser Angriff beginnen. Ich würde vorschlagen, wir fangen hier unten mit dem Angriff an. Genau, das war dreimal so ein Angriff. Kann ich jetzt mit dem hier runterfahren? Und sogar der Bison. Den hätte ich da eigentlich auch noch gern vorne mit dabei gehabt. Der Panzerjäger hilft mir da natürlich nicht mehr ganz so viel, aber die Pioniere könnten mir da gleich ganz hilfreich zur Seite stehen bei dem Angriff. Genauso wie die Jungs da unten. Der Panzer 4 ist natürlich auch höchst effektiv gegen die Jungs. Der kann leider nicht mehr wirken, die Runde. Und die Luftwaffe kann man da mal noch mit reinschicken. Die U87 wird natürlich von dem da hinten gleich ein bisschen torpediert. Wo sind mein schwere Jäger-Bomber da? Gut. Luftwaffe drauf da. Das sind die 109, das ist die U87, okay. Und dann haben wir jetzt noch die. So, jetzt hat das Ding tatsächlich keine Munition mehr. Das heißt, wir haben jetzt immer noch einen Schuss umsonst. Aber der Angriff wäre da immer noch schmerzhaft. Müssen wir mal weiter bangen. Die Grenadiere schaffen wir hier mit nach vorne. Gut. Switch. Die Angriffe bringen alle nichts. Können wir da unten vielleicht gleich einbrechen. So. Aha. Ja, aber nochmal so eine große Luftgeschichte machen, ist natürlich die Frage. Ich würde sagen, wir bombardieren jetzt hier unten erstmal weiter die Australier. Oder wir hauen halt den da hinten raus, weil der sorgt ein bisschen dafür, dass die hier vorne so gut verstärkt sind. Okay. Genau, wenn ich da so drauf wirke. Genau, dann ist der nämlich platt. Ach, ich verstehe das immer nicht so ganz. Das Rot, dachte ich, symbolisiert, dass die da unterdrückt sind, aber dem scheint nicht ganz so zu sein. Ja, habe ich da nochmal vielleicht den strategischen Bomber drauf schicke.
Die eine Flak macht mir halt echt Probleme an der Stelle. Tricky Angelegenheit. Ja, mit denen kriegen wir die da raus, schätze ich. Ja. Dann kann ich da jetzt sogar hinterherfahren. Habe ich nicht einen Panzer 4 sogar hier? Genau. Ja, zack. Gut. Die ersten Jungs hier schon erledigt. Kann ich da weiter in die Stellung einbrechen? Und dass die Pacta surrender, das ist auch super praktisch. Der Bison-Panzer. Sieh mal einer an, der kann hier richtig wirken. Und das Ding, weiß ich nicht, Bunkerkiller, genau. Gibt jetzt mal normale Replacements. Was bist denn du? Auch ein Bunkerkiller. Ich schaff mal den hier vor. Den vielleicht mal hier hin. Ich gebe dir mal die Reinforcements, die Elite Reinforcements. Der Bunker hier unten macht mir schon noch ein bisschen Sorge. Aber was willst du machen? Muss ja angreifen, ne? Weil ist die Frage, ob man den angreifen muss. Wer macht's Infanterie? Ran hier. Ja, ganz schön, wenn man hier ein bisschen die Möglichkeit hätte zu sagen, dass man quasi die Einheit ein bisschen besser unterscheiden kann, weil hier, klar, die einen drehen sich nach links, die anderen nach rechts, aber nichtsdestotrotz finde ich es ein bisschen schwierig. Wäre vielleicht schön, wenn man die Hexes drunter irgendwie einfärben könnte. Nicht sicher, ob es dafür eine Option gibt. Wenn, falls ja, dann weiß ich es nicht. Gib mir hier mal ein paar Replacements. Und den schaffen wir hier runter. Das war vielleicht ein bisschen aggressiv hier vorne mit. Warum habe ich überhaupt eine Artillerie hingestellt? Gut, was ich jetzt diese Runde machen will, ist die feindliche Flak ausschalten, um mit meiner Luftwaffe ordentlich wirken zu können. Ich fahr erstmal hier hinter. Das sind jetzt die Pioniertypen. Genau, so. Ich glaube, jetzt arbeitet die Flak schon nicht mehr. Ich sage, genau, strategisches Bombardement. Doch, die arbeitet immer noch. Ach, keine Ahnung, ich verstehe das System nicht so ganz mit der Unterdrückung. Habe ich hier nicht irgendwo Jungs, die... ein bisschen besser sind, so. Ihr hattet, glaube die Möglichkeit, okay, hier zumindest ein 1-1 Trade zu machen.
Du bist ein Bunkerkiller. Greifen mit euch mal an hier den Bunker und dann ziehe ich mich zurück. Da haben wir hier mal Replacements. Italienische Infanterie nach vorne. Ich muss jetzt hier eigentlich noch ein bisschen Action machen mit den Bombern. Jetzt wird das, glaube ich, anstrengend. Da verliere ich nur, aber da setze ich den ganz gut zu. Solange er mich nur unterdrückt, stört mich das recht wenig. Da geht er immer noch an. Ist die Frage, wenn ich da angreife mit dem Panzer 3. Wenn wir jetzt mit dem zurückziehen, kann ich noch jemand anderen vorfahren lassen. Gut. Die Front hat tatsächlich nichts gemacht. Gut, das Ding hier unten ist verloren. Den Strongpoint haben wir jetzt. Gut, dann geht es weiter hier oben. Das Ding hauen wir raus. Da geben wir auf jeden Fall Replacements aus. Der macht hier vorne nicht wirklich was, der scheiß Italiener. Overrun, jetzt komme ich in die nächste Reihe rein. Das trifft sich ganz gut. Dann habe ich jetzt nämlich. Ah, shit. Ah, Mist, ich wollte erst mit der Artillerie ansoften. Ja, mit der Luftwaffe. So, das ist nämlich ein ganz anderes Thema. Genau. Zack. Libya wurde erobert. Experience. So, wir haben jetzt eine Stunde 18 gespielt, also ganz, ganz schön lange. Points killed cost, points lost. Also Kill-Loss Ratio auf der Flak ist besonders hoch. Ansonsten scheinen wir da ziemlich aufs Maul bekommen zu haben. Okay, ja. Also die Flagge ist wohl am besten vom Verhältnis her. Der drei Helden Medals haben die keine bekommen. Ich drücke mal auf Continue. Gucken wir mal, ob wir da direkt die nächste Mission kriegen. Hallo? Continue scheint nicht zu funktionieren. Okay, dann beende ich an der Stelle erstmal das Video und bin gespannt auf das nächste, auf die nächste Mission. Ihr macht das Panzerkorps 2 in jedem Fall. Sehr viel Spaß. Wir sehen uns. Bis dahin. Bye, bye.